Hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier in dieser surrealistischen Garage. Nein, surrealistische Garage, mein Gott, da fällt mir so ein Otto Walkes, so eine Otto Walkes Begrüßung ein. Nein, natürlich hier, Odyssey im Auftrag des Königs, wir stehen vor Pike, wir haben nämlich ihn versucht, ein bisschen zu übertölpeln. Das können wir hier nochmal nachlesen und zwar unter Piratengold. Ich habe Pike gesagt, dass ich nichts gefunden habe. Er hat mir das auch ohne weiteres abgenommen, da er sich einfach nicht vorstellen kann, dass ein einzelner Mann mit den ganzen Untoten in der Höhle fertig wird. Na, vielleicht gibt es ja noch mehr Untote. Also das heißt, er kommt ja nicht mit Spürhund-Geschichten da, ne? Das heißt also wieder zurück zur Höhle da hinten. Ja, ist gut. Nur ein bisschen einrennen. Neu gestartet. Ist klar. Ein bisschen zurechtdrücken. Haben wir auch alles hier vorbereitet. Wir haben alles gut vorbereitet. Ja. Aha. Zappa, zappa, zapp, zapp. Niam, niam. Wunderbar. Schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Im Grunde genommen kann ich ja eigentlich das Ganze ein bisschen vorspulen, vorpreschen, bis wir zu diesem Gewässer kommen. Also bis zur Grotte da oder was das ist. Ja, ist das die Quellhöhle hier? Hä? Ach so. Ich sehe gerade, unten kann man irgendwo hintauchen. Ein Glück, dass es so offensichtlich ist. Ho, 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 ho. Ich bin gespannt, liebe Leute. Wo wir hier hinkommen. Entweder raus oder... Ahne etwas. Ja. Ach, wie lustig. Ach, wie lustig. Ach, wie unwitzig. Naja, also wenn wir da runtertauchen. Und dann werde ich mich woanders hinbeamen. Und nochmal gucken, was wir brauchen. Beziehungsweise nochmal. Also Loggy-Boggy mal eben genau studieren mit dem Piratengold. So, ich habe Raubans Gold gefunden. Habe ich eigentlich schon erledigt. Allerdings scheint dies nur ein Bruchteil von dem Schatz zu sein, den der alte Pirat versteckt hat. Der aber was soll. Immerhin hat es sich für mich gelohnt. Also haben wir die Höhle jetzt wirklich abgegrast. So denke ich mir das jetzt. Ja, es gibt ja noch die Quest mit der Quellhöhle. Gucken wir mal eben. Schatzsuche über Quellhöhle. Ich habe eine Schatzkarte bei dem Assassinenhändler. Genau, richtig. Und das ist ja auch das, was ich machen sollte, bevor ich in den Tempel von Tadmor reingehe. Ein Tipp von Alain Dufon vom Odyssey Mod Team. Und er schrieb mir auch, es gibt noch was, einen großen Turm vor dem Eingang zu Ashdod. Da könnte ich auch noch... Ach ja, die Klosterruine, da könnte ich auch noch was lesen. Da müsste ich mal gucken, wo, wie ich da am besten runentechnisch hinkomme. So, genau genommen. Tal von Ashdod. Dann sind wir wieder hier. Und ich bin der Meinung, ich bin mal wieder völlig hier benommen. Weil desto öfter ich hier schon mal an irgendeiner Stelle war, umso weniger weiß ich, ob ich da hinten, ob das hier dieser, ob das die Tempelruine ist. Ich gehe aber mal stark davon aus, wo ich jetzt hier drauf zulaufen werde. Und das werde ich dann auch halt eben mal wieder wutsch, wutsch überspringen. Das dürfte die Klosterruine sein, wollte ich sagen. Weil das sieht ja wohl nach Kloster aus, oder? Müsste es sein. Denn soweit ich weiß, habe ich, seitdem ich die Fähigkeit habe, alle Schriften lesen zu können. Ja, okay, Spitzbögen kommt hin. Und vielleicht lagen auch hier nur Schriften rum, die ich schon aufgesammelt habe, ergo auch schon gelesen habe, immer aus meinem Inventar. Ja, aber... Geht das hier im Kreise rum? Nee. Das wird dann wohl wahrscheinlich schon erledigt sein. Aber man weiß ja nie, ne? Das ist übrigens eine schöne Musik, muss ich schon sagen. Ja, überall nur Belia-Schreine, keine Adanos-Schreine. Stopp!
Keine Adanos-Schreine. Hier ist eine Adanos-Statue. Dann beten wir mal. 100 Goldstücke? Verstehe. Magisches Wissen. Das ist cool. Und heilen kann er mich auch. Das machen wir auch gleich mal. Oh, beam me up, Scotty. Erinnert mich so immer daran. Ja, okay. Dann glaube ich, dass wir das wohl schon geschafft haben. Das ist... Ich springe gar nicht. Das macht er alleine. Das ist cool. Nach dem Motto, hier kommt eine Kante. Ja, es wird alles erledigt sein. Ja, also demnach könnten wir eigentlich... Moment. Verstehe. Cool. Dieses ist sauber. Diesmal musste ich auch gar nichts wegklicken. Okay, also dann war hier nur ein so ein Steinheinz. Steinheinz, Popeinheinz. Yep, okidoki. Ein Steinheinz, gut. Mal genau angucken. Nee, ein Steinheinz, noch ein Steinheinz, zwei Steinheinze. Ein Pfeil. So, oder war das der, den ich eben las? Nein, jetzt haben wir wieder sowas, okay? Verstehe. So, altes Magiewissen prüfen. Sehe ich nicht. Weil, noch hier. Ah, hier, bis zu einer... Zwei Punkte! Dann kriege ich zwei Punkte! Wo gibt es denn noch... da noch Schreinchen. So, dich habe ich gelesen. Wo gibt es denn noch da noch Schreine? Ich glaube, ich habe hier alles durch. Glauben heißt nicht wissen, mein Junge. Jep, ich weiß, Alter. Speichern. Dann gucken wir jetzt nochmal die Schatzkarte der Quellhöhle an. Und ich bin der Meinung, dass ich weiß, wo das ist. Und da war ich schon mal. Da stand ich schon mal, aber unten. Ne, also da, wo das Wasser ein ist. Und ich weiß, dass da auch irgendwo so eine Brücke ist. Und, Stopp mal, ist das nicht der Eingang mit den anderen Peoples da? Wo man weggejagt worden ist? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Nur, wo war das jetzt wieder? Oh, shit. Muss ich mir erstmal hier eine Übersicht verschaffen? Am besten gucken wir mal hier auf diese Aussichtsplattform, auf die lustige. Das war nämlich so eine Spitze, war das? Und wenn es die Spitze ist, wenn ich auf eine normale Karte gehe, einen Moment. Dann finde ich die Stelle nicht so wieder. Nicht so schnell wieder. Hahaha, hätte ich mir das doch mal besser gemerkt. Ja, es könnte überall sein. Das heißt, ich muss erstmal wieder ganz runter. Ja, am besten ich fetze mich ganz runter, sonst. Weil ich sollte nämlich auch nochmal ein bisschen da im Gebiet darum suchen. Am besten so ein bisschen an den Klippen entlang. Also, das Tal von Ashdod. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich will nach unten. Ach, dann gehe ich zu Nemrosch hin, was soll's. Mein Gott, was eine Beamerei hier. Okay. So, auf jeden Fall sind wir hier voll in der Mitte. Voll in der Mitte, würde ich mal sagen. Wenn mich nicht alles täuschen tut. Na, falsche Karte wieder mal. Oh, Leute, sorry. Ja, voll in der Mitte, sag ich doch. Jetzt, was sieht spitzenmäßig aus? Wo eine Quelle sein könnte? Eigentlich da, wo ich schon hingucke, ne? Also, bin mir nicht so sicher. Und außerdem, ich muss ja noch da runter irgendwie zu diesem... Was fliegt da denn rum? Kuckuck. Was ist das? Ui. Ach so. Moment. Nee, wird mir nicht angezeigt. Ach, schaut mal. Da ist ein Mesh-Fehler drin, bei diesem Punkt. Der zielt da genau hin. Ach, wie oberlustig. Ja, wir haben hier Golems wieder. So viel zum unbekannten Thema, also bis zum unbekannten Kreise hier. Speichern wir mal. Ups, da habe ich ein bisschen zu früh auf Pause gedrückt. Oh.
So, jetzt wieder den Geschwindigkeitsring gerichtet. Sup. So, pass auf. Dann nehmen wir dich als erstes mal vor. Das ist ja schon ein schöner Felsen hier. Ah! Sollst du das? Sollst du mir eine knocken? Das ist zum Beispiel ein Sandgolem. Klar, er steht ja im Sand, ne? Na los. Jetzt. Bums, bums. Ah ja, der versinkt ja dann auch im Sand. Logisch, ne? Der Feuergolemsi wäre jetzt als nächstes dran. Und wenn ich das so sehe, es gibt da noch ein paar Trolle, die habe ich auch noch nicht erledigt beim Belia-Turm. Oh, da steht ja noch einer. Warten, bis er ausholt. Nee. Moment, der ist irgendwie anders hier, wa? Ah, da sieht man das mit dem Fehler. Was ist denn das eigentlich für ein leuchtender Punkt da oben? Das würde mich mal interessieren. Ah, du bist aber ein ziemlich garstiger Golem. Okay, ah, er holt langsam aus. Super, okay. Das muss man vom Timing her immer so ein bisschen abwarten. Okay, dann gehen wir nochmal zu dem hier hin. Und gucken mal, was du hier hast. Oh! Ach ja, ich war im Laufen. Also, die schnellen Dinger. Oh, aha. Arg! Los! Jetzt. Das war kurz vor Ende. Ja, dann geht's weiter. Immer weiter. Schauen wir mal, was hier so ist. In der großen Wüste von Upsi Daisy, noch ein Feuergolemsi, ne? Okay, den Effekt sieht man. Auch geil. Feuergolemgeist. Heute ohne Meshes und Textur. Okay. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber er hat sich ja verraten durch seine Feueraura. Okay, die Richtung stimmt schon mal. Ich habe nochmal auf der Karte geguckt. Aber was ist hier bloß los? Also das lädt nicht so ein zum Forschen, ne? So, das ist nicht so. Das ist so weitläufig. Moment mal, da wo dieser Wasserfall war. Da wo der Wasserfall war. War da ein Wasserfall? Ein Wasserfall war da. Runter war. Jetzt muss ich meinem Gehirn kramen. In so einem abgebrochenen Turm war ich schon mal. Aber war das an der Stelle? Je ne sais pas. Ich weiß es nicht. I don't know. But we'll see if there is something new. Jetzt die Mucke wieder weg. Ne, hier war ich noch nicht. Who are you? Who are you? Wüstenreiber? Ich sollte mal speichern. Okay. Okay, dann gehen wir der ganzen Sache mal ein bisschen aufs scharfe Eisen zu. Weil du bist garantiert hier. Schon wieder ein Assassine. Ja, aua. Nicht im Popo rein. Also Räuber sind immer schlecht. Und Schlechtes muss immer vernichtet werden. Was haben wir denn da? Was ist denn das für ein Ring? Okay, silberner Ring. Kann man verscherbeln. Sehr schön. Und dieses Ding auch. So ganz allein ein Wüstenräuber hier auf weiter Flur. Ein Rum, was ist denn das? Ein Schafsfell? Ach, das sind Schafsfelle. Mhm. Halten schön warm, gerade in dieser Jahreszeit, wie ich finde. Ein Van. Noch ein Van. Trinken wir noch ein Glas Van. Komme ich denn jetzt auf Peter Alexander mit dem Lied? Okay.
Dann habe ich. Oh Gott, da blieb leider die Kamera da eben hängen an den Kisten. Also der Kameramann, der macht eigentlich gute Arbeit. Jetzt gibt es wieder einen Schlüssel, der hier zu finden sei. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, Turm mit Schlüssel, wo ein Schlüssel zu finden ist. Leute, ich glaube, ich habe da eine Idee, indem ich mir mal eben aufschreibe, wo dieser Turm steht. Denn hier oben drüber ist die Plantage und so habe ich mir das auch aufgeschrieben. Und in der untersten Ebene Schlüssel für Turm, Plantage. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen hier rechter Hand um. Okay, diese Höhleneingang, den kenne ich. Ja, ich blute, ich weiß. So, wo geht's denn jetzt eigentlich zur Spitze? Also, ist das darum? Nee, ich werde jetzt in die Richtung laufen, liebe Leute. Und, genau. Ach, übrigens, fällt mir gerade ein. Wegen meiner Blutspur hier. Ne? Ich glaube, einer von den T-Brothers, also Taris oder Vino Veritas, wieso komme ich denn auf T? Einer von den beiden hat geschrieben, das ist eine gute Idee, das so zu machen. So, das ist jetzt aber wieder was anderes. Das sind doch hier da die Nomaden, ne? Jetzt bin ich aber in der Assassinen-Kluft drin. Mal gucken. Nee, das sind Assassine. Und zwar, okay, die haben wir alle schon gehabt. Das ist gut, dann kann ich nämlich da mal eine Runde nächtigen. Ne, Harun, haben wir ja schon gesprochen auch. Was gibt's denn? Hast du was? Deine Ware. Hast du was Neues reingekriegt? Oh, könnt ihr mal sehen, was ich an dem schon alles verkloppt habe. Okay, nee, da ist nichts Neues drin. Hat ja irgendwelche Kräuter, mal gucken hier. Feuerwurzel, Feuerkraut, Feuernessel, Heilwurzel, Heilkraut, Heilpflanze, nee, hat er nicht. Also. Das hätte er doch besser. Buruk. Wie ist die Lage? Kannst du mir teilen? Kommando. Ah, hier gibt es ja auch noch was zu holen. Fackel zum Beispiel. Ah, das habe ich also nicht gemacht, weil Uruk mir zuschaut. Dann werden wir mal unser Blut stillen, indem wir mal. Bis zum nächsten Morgen schlafen und der ist da immer noch der Hook. Yep. Hier war so eine Spalte, über die konnte man glaube ich rüber, ja. Und dann gehe ich jetzt mal wieder weiter hier um die Geschichte hier rumlaufen. Und mal schauen. Hier gibt es immer auch auffällig runde Steine. Was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Weil die anderen sind immer so kantig und eckig. Und das sind hier mehr so die vom Sand abgeschliffenen Steine, meine ich jetzt. Mhm. Du bist ein Puma, ne? Oder bist ein Löwe. Ja, da ich jetzt bessere Fähigkeiten habe, werde ich mal gucken mit meinem Sprengpfeil, ob ich da... Ne? So. Ja. Komm. Oh. Okay. Das war mal kurz und knapp und schmerzlos für den Löwen oder die Löwin. Dann mal gucken, ob das so weitergeht. Wie ist die Formation? Nee. Das ist aber der hintere. Der hintere wird anvisiert und... jawohl. Aber die Löwin steht im Weg. Okay, ich speichere diesmal nicht. Ich riskiere einfach mal den nächsten Angriff mit Feuerfall. Oh ja. Mein Gott. Hier ausgesetzt zu sein ist gar nicht gut. So, das muss jetzt fixer gehen hier. Fast. Fast, liebe Leute. Fast, liebe Leute. Jawoll. Ohne großartig nachzumampfen.
oder nachzutrinken. Ach, und da hinten haben wir noch einen Schattenläufer oder einen Wüstenschattenläufer oder sonst irgendwelche Geschichten. Wunderbar. Kann ich ja mal gleich neu laden. Quatsch. Essen und sowas. Denn du bist ein Wüstenschattenläufer. Und zwar ein Schlafender. Wie läuft denn da mit kurzen Hosen am Weg lang, mein Herrn? Ja, ich habe hier noch so ein Monitor. Na, wie geht's? Hast du schöne Träume? Ja, aus der Traum. Zip, 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 mir sein getting bigger. Ja, schauen wir mal, kommen wir hier hoch, eventuell, um eine bessere Aussicht zu bekommen? Nein, kommen wir nicht. Also auf jeden Fall ist die Richtung für mich neu. Mhm. Gucken wir hier nochmal ein bisschen lang, entlang des Felsens. Ja, oh Gott, das ist sehr weitreichend alles. Okay, ich glaube, hier kommt nichts. Nichts Großartiges. Ah ja. Einige Gebiete kommen mir bekannt vor. So, da ist ein Steinhaufen. Warum ist da jetzt ein Steinhaufen? Das ist der Steinhaufen. Ach, guck mal hier. Nebbe. Oh ja, schönes Nebbe. Sollten eigentlich zu passen sein. Die sind aber viele. Okay, zwei Schläge. Der hat mich ein bisschen verletzt. Der nächste bitte sehr. Okay. Ich glaube, das ist an der Stelle ist ein bisschen irrelevant, das alles zu zeigen. Mach ich ihm auf. Aha, hier habe ich gerade den Rudelführer erledigt. Okidoki, das nur mal so als Info am Rande. So, noch zwei Stück. So, also jedenfalls hier ersichtlich. Eben hatte ich eine Szene, waren vier Stück auf mich zugelaufen, aber zum Glück in einer etwas in größeren Abständen gehaltenen Kette. Das war nämlich, wo ist denn der Haufen hier? Da. Die hier, die kam mal auf mich zu, na klasse. Okay, wenn man genau nimmt, ich befinde mich in der Nähe der Nomaden und hier oben ist Amanas Mühle. Gut zu wissen, ich gehe nochmal weiter hier runter. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr Sachen finden. Die Kamera ein bisschen höher stellen. Warum macht er das? Ja, weil ich es kann. Mit dem Mausrad. Nomaden, da sind Nomaden. Welche Nomaden sind denn das jetzt nochmal? Moment, das sind Nomaden, ne? Genau, richtig. Also, umziehen. Sonst gibt es Klitsche-Popitsche. Das sind noch nicht die, die ich schon mal wieder getroffen habe damals, wo ich gesagt habe, was machen die denn hier? Dann wäre ich nämlich schon wieder eine Runde weiter. Aber ja, genau, das waren die. Oha, okay, ist jetzt der Kreis geschlossen. Die Höhle haben wir auch. Ja, ich habe gedacht, ich könnte hier irgendwie was knacken, hier so. In die Quellhöhle. Beziehungsweise quellhöhlentechnisch da was machen. Ach, so ist das. Und mal eben den Sprengpfeil gewählt. Schaut mal an, das ist ja so eine... Die machen jetzt mal so einen richtig schönen Move, wie damals bei Gothic 3, wenn du vor Ardea war das, glaube ich, da gab es dann unten, weiter unten am Strand so einen Rudel Wölfe, die da mal okay,
Ja, nimm so viel, nimm nicht so viel Anlauf. Nimm mal am besten Anlauf in meine Pfeile rein. Besser ist das. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Glück gehabt. Jetzt mal zur Abwechslung. Mal schauen, ob ich so auch schneller mit dem bisschen ungefährlicher mit meinen besseren Talenten erledigen kann. Nicht weglaufen. Oh. Hallo. Ja, sehr schön. So, ihr lauft weg. So, lele. Oh, das ist nicht so gut. Das ist keine gute Idee gewesen, obwohl ich ja schließlich nicht so viel abbekommen habe. Und ich weiß, hier war noch ein Heinz hier. Er hier. Ein Wüsten-Sandgolem, oder? Kuckuck. Ja, schaffen wir. Ein Sandgolem nur. Okidoki. Gucken wir mal, wo hier der Rest ist von dem Löwenrudel. Und sich einfach verplempert hier, verpisst. Gibt's da nicht. So, jetzt ist die Musikbox wieder ausgefallen. Wasser, Wasser. Ach, wie gemein. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Wo ist das? Was machen wir? Hier ist auch jede Menge. Moment, ich speichere mal ab. Und habe jetzt die Mucke wieder angemacht. Leute, ich bin jetzt da, wo ich sein wollte. Aber das ist auf der unteren Seite. Und zwar auf der unteren Seite. Da geht es nämlich hin. Da ist nämlich diese große Brücke. Da geht es nämlich zu diesem Wasserfall hin. Und oben drüber, so wie auf der Schatzkarte gesehen, 26 Minuten brutto, ist dann auch oben drüber dann die Quellhöhle. Mach nicht so einen breiten, geh mal lieber hier runter. Okay, Leute, ich werde dann mal hier mal eben klar Schiff machen. Stufe gestiegen! Bei dem Sandcrawler hier. Schade. Habe ich jetzt nicht mit aufgezeichnet. Weiter geht's. Okay, die drei mache ich nochmal hier im Schnelldurchlauf. Das ist eigentlich ganz simpel, weil die machen erstmal hier die große Warnung. Da kannst du einfach, während die große Warnung machen, eben schnell zugreifen und zuhauen. Zugreifen, erst zuhauen, dann zugreifen, was die Crawler-Zangen angehen. Und da haben wir jetzt wieder den guten Ausblick. Den guten Ausblick hier auf da oben. Das ist das mit der Spitze. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Gibt es denn hier noch irgendwas in der Nähe? Weil ab der Brücke habe ich alles durchgesemmelt. Das weiß ich. Aber gucken wir da noch mal hier hin. Ah ja, das ist ja auch hier die Burgruine. Nicht die Klosterruine, die habe ich ja durch. Endlich mal ein bisschen Vegetation. Und da ist auch der Wasserfall, das sieht man ja schon von Weitem. Jetzt geht es natürlich darum, erstmal so zu erkunden, beziehungsweise, ja, okay, ein paar Löwen. Nö, nö, nö! Ach, die habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Schaut euch ja mal die lustigen Gobbys an. Also, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 13. Weil ich ja vorhin eine Stufe gestiegen bin. Ja, okay, dann auf sie mit Gebrüll. Ich hoffe, die sind nicht so schwierig. Ach, da sind wieder welche, die auch Goblin reiten tun. Ob das jetzt gut ist für mich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich schon wieder was abgekriegt. Goblin-Krieger. Okay, noch mehr? Oh, war das knapp. Ochsen-Goblin-Krieger, okay. Auch nicht zu holen. Auch eine lustige Geschichte. Ochsen-Goblin-Krieger. Da habe ich mich da eben verlesen. Nee, Oasen. Da ist nicht zu holen. Oasen-Goblin-Krieger. Auf die bin ich ja lange nicht mehr gestoßen. Machen wir uns eben frisch.
So, jetzt geht es natürlich noch hier, diese paar Löwchens und Löwinnen zu entfernen. Moment. Achso, die schnarchen genauso wie. Okay. Gut. Die schlafen alle, das ist gut. Ah, Pfeile müssten mehr Wumms haben. Trotzdem stecke ich immer noch ein bisschen was ein. Dann hier so ein Rebound, oder wie heißt das? Rückschlag? Oh, da kommt ja gleich der nächste. Wumms, 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 Wumms. Wunderbar. Ist das denn der letzte hier? Ah ja, ich kann mich erinnern. Junge, Junge, ja, ich habe doch eine Rüstung an. Eigentlich müsste ich hier mal flicken, die Rüstung. Oder mal aufrüsten, die Rüstung. Okay. Jawohl, jetzt sind wir an der Stelle. Da, wo es... Also es kann nur hier sein. Hier kann echt nur an der Stelle hier die Wüstenoase sein. Die Oasenquelle, die, ne, die... Sollte ich aber erstmal hier... Da oben ist das Vieh. Da oben ist das Vieh, dieser Steinheinz, wo es hieße, von wegen hier, du kommst nicht rein. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge reinkommen. Okay, bis dann. Vielen Dank fürs treue Zusehen. Gebt mir einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Ciao, euer David.